Die Flying Space Module von Schwörerhaus bieten eine moderne und mobile Wohnform, die ermöglicht, individuelle Zusatzräume für jedes Alter und jede Situation zu schaffen. Heute ist ein aufregender Morgen bei der Familie Sporädle in Wasserburg am Bodensee. Gestern Abend wurde ihr komplett vorgefertigtes Flying Space im Schwörerwerk auf den LKW geladen. Weil das Haus Überbreite hat, darf es nur nachts transportiert werden. Mittlerweile ist es hier eingetroffen und in wenigen Minuten wird es per Kran vom LKW gehoben und einzugsfertig aufgestellt. Gemäß des Mottos, morgens geliefert und abends schon drin wohnen. Der Wohn-, Büro- oder Freizeitwürfel kann schlüsselfertig dorthin geliefert werden, wo Sie ihn benötigen, und ist binnen wenigen Stunden fertig installiert. Ja, ein ganz besonderes Gefühl natürlich heute morgens, eigene Ferienhaus am Haken zu haben. Da freut man sich natürlich ganz besonders drauf. Und jetzt ist es soweit. Das Flying Space wird binnen weniger Minuten auf das Punktfundament gesetzt. Natürlich schlüsselfertig. Es ist 10 Uhr und das Flying Space ist einzugsbereit. Die Bauherrin Bettina Sporädle darf den neuen Wohnwürfel als erste inspizieren. Ein großzügiger und offener Wohn-, Ess- und Kochbereich, ein voll ausgestattetes Badezimmer und ein Schlafzimmer haben im Flying Space Platz. Das mobile Haus kann eine Grundfläche von bis zu 4,35 m mal 14,50 m haben und somit bis zu 50 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Wir haben kürzlich 3 Flying Spaces bestellt, die wir als Ferienhäuser vermieten möchten. Und wir hatten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Fassadenfarben und Dachvarianten zu wählen. Wir wohnen hier am bayerischen Bodenseeufer und haben uns deshalb für den modernen Landhausstil entschieden. Das bedeutet mit Satteldach und weißer Fassadenfarbe. Das allererste Flying Space wurde für die Mutter von Bettina Sporädle gekauft. Sie lebte in Lindau, wollte aber gerne ihre Enkel Mia und Pius aufwachsen sehen. Unabhängig wohnen und doch in der Nähe ihrer Familie sein. Die Lösung war das Flying Space. Das ist wunderschön. Vor allem kann man sich nicht vorstellen, dass das Haus fertig geliefert wird. Und zwar genau so, wie man es geplant hat, konnte man es individuell einrichten. Und zu einem Festpreis, es ist keinen Cent teurer geworden, wunderschön. Bärbel Immler hat sich für einen Eingangsbereich entschieden, von dem aus die unterschiedlichen Räume abzweigen. Rechts geht es in den fast 25 Quadratmeter großen, offenen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Geradezu ist das Badezimmer platziert und linker Hand ihr gemütliches Schlafzimmer. Frau Immler, wie fühlen Sie sich denn hier in Ihrem Reich? Großartig, ich fühle mich total wohl. Und das Schöne ist, dass ich ganz nah bei meiner Familie bin. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich immer wieder zurückziehen kann. Dann werde ich jetzt mal bei Ihrer Familie vorbeischauen. Genießen Sie einfach noch ein bisschen die Sonne. Dankeschön. Bis später. Ja, bis später. Hier befinden sich der Obsthof, die Schnapsbrennerei, das Wohnhaus der Familie sowie das Bauerncafé. Und im Bauerncafé treffe ich jetzt die Bauherrin Bettina Sporädle. Hallo Frau Sporädle. 2 Ferienhäuser stehen, ein weiteres ist bestellt. Es scheint einfach so, als könnten Sie gar nicht genug Flying Spaces bekommen. Wie sind Sie denn auf diese Bauform aufmerksam geworden? Ja, wir suchen schon länger nach einer unkomplizierten Lösung, dass meine Mutter näher bei uns wohnen kann und sind eigentlich eher zufällig auf die Homepage von Schwörerhaus gekommen. Was hat Sie an den Flying Spaces fasziniert? Ein mobiles Haus ohne Bauphase.
Wir haben was Gleichwertiges in der Umgebung schon länger gesucht und nicht gefunden. Und bis heute Morgen, Sie haben es gesehen, wie schnell man ein neues Haus im Garten stehen haben kann. Das ging unglaublich schnell, dass dieses Flying Space aufgestellt wurde. Jetzt können Sie quasi auch schon einziehen. Genau. Und Ihr Mann hat es nebenbei ja auch riesigen Spaß gemacht mit dem Kran, oder? Ja, auf jeden Fall. Liebe Zuschauer, die Flying Spaces können unmöbliert oder möbliert mit den maßgeschneiderten Multifunktionsmöbeln der Schwörer Designschreinerei bestellt werden. Ebenso als Plus-Energiehäuser mit einer Photovoltaikanlage. Zu besichtigen sind sie in den Musterhausparks Köln, Mannheim und Wuppertal. Oder aber Sie gönnen sich ein paar erholsame Urlaubstage auf dem Obsthof der Sporrädles und testen dabei gleich einmal das Leben in einem Flying Space. Ihre Entscheidung.